Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Koop-Abenteuer mit dem Rötti. Grüß dich, Rötti. Ja, grüß dich, Sitko. Hi. Der Rötti sitzt hinter mir, und wenn ihr euch jetzt wundert oder fragt, warum klingt der denn so merkwürdig, dann hat er kein kaputtes Mikro zu Hause, sondern wir probieren heute mal das In-Game-Voice. Nur, wir haben das jetzt so gemacht, dass wir praktisch das eingeschaltet haben. Und wir testen jetzt einfach mal, wie es funktioniert. Und deswegen kann es sein, dass an der einen oder anderen Stelle man dann vielleicht mal so ein bisschen blechern klingt. Ne? So, das ist möglich. So, und wir wollen heute mal ein paar Bunkermissionen machen. Und zwar dachten wir uns, wir probieren einfach mal die Bunkermissionen aus, die es hier so gibt. Ich glaube, es sind 3 Stück an der Zahl. Wenn wir Glück haben, eine müsste bei Bounty Hunter sein. Hier müsste irgendwo eine stecken. Ich glaube, Mercenary hier, das ist eine zum Beispiel. Die machen wir, das ist eine. Und Bounty Hunter müsste auch irgendwo eine sein. Da schauen wir mal gleich. Ich glaube, die hier müsste das sein. Genau, das müsste auch eine Bunkermission sein. Für 9000. Das ist halt relativ wenig. Da müssen wir einen erledigen. Und ich würde sagen, Rötti, das machen wir. Ja, damit fangen wir an, oder? Auf jeden Fall. Call to Arms nicht vergessen, ne? Ja, habe ich schon an. Habe ich schon an. Damit haben wir Handüse ja gerade in die Jagdgründe geschickt. Weil wir das Bounty nicht hatten, sonst wäre er nicht in Kescher gelandet, weißt du? Ach so, oh ja. Genau. So, Asim Bayani müssen wir erledigen. Und der müsste irgendwo in so einem, ja, in so einem Bunker sein bei Daymar. Und ich würde sagen, den gehen wir jetzt erstmal an. Gibt insgesamt 9000. Ich share das Ganze mal. Zack. Jawohl. Tracke das Ganze natürlich noch. Und dann würde ich sagen, geht das los. Dann donnern wir da mal hin. So, wo ist er denn jetzt? Jetzt wird er mir gar nicht angezeigt. Aber... Na, bei mir auch nicht. Nicht schlimm. Wir fliegen einmal erstmal in die Richtung. Ja, wir kämpfen auch schon wieder ganz schön gegen 30Ks hier. Aber kann nur besser werden. Kann alles nur besser werden. So, da hinten ist er, glaube ich. Ist das Daymar? Ne, das ist Crusader. Wo ist denn Daymar? Schön am Schinken vorbei. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier... Ich muss noch mal tracken. Ja, gibt's ja nicht. Oder wir machen es einfach über die Sternkarte. Ne, so kannst du die auch machen. Ne? Aber irgendwie wird mir der gerade nicht angezeigt. Kollege, der Kollege Bounty. Warte, ich guck mal ganz kurz. Ich guck mal bei mir auch. Doch, eigentlich ist er mal aktiv. NT99XV1 on Daymar steht da. Mal untrack noch mal. Und noch mal track. Aber irgendwie... Na komm, wir fliegen mal hin. Wir fliegen mal hin, mal gucken. Was habe ich gesagt? Oh, jetzt habe ich einen Marker. Jetzt hast du einen Marker? Ja, warte. Das war doch NT999... Target Location, ja. NT999XV1, ne? Ja, aber ich sehe die Target Location hier auf... Ach da, jetzt sehe ich auch einen. Ne? Oder wo sind wir? Hä, stimmt. Dass wir nicht nach Daymar geflogen sind. Aber da steht doch Daymar. Versteh es nicht. Versteh es nicht. So, da. Stimmt. Hä? Witzig. Set route. Hä? So, warte mal, jetzt muss ich noch mal gucken hier. Liest du bitte auch noch mal. Da steht doch Daymar. Oder nicht? Oder bin ich jetzt doof? Gucke. So. Vielleicht stand da auch, der war zuletzt auf dem Mar, jetzt ist er hier. Keine Ahnung. Ganz merkwürdig. Na gut, egal. Up to NT99. Irgendwas von Jela. Jela? Echt? Bei dir steht Jela? Nein, weil mir steht auch. Mann! Wie viel mein Co-Pilot wieder verarschen hier? Gut. Dann schauen wir mal. Wir fliegen erstmal kurz locker rüber. Ich würde sagen, wir müssen mal schauen, wie das mit den Türmen ist. Es kann sein. Oh, ich glaube, ich habe Gatlings hier an der Seite. Das ist natürlich nicht gut. Die sind natürlich irgendwann alle. Naja, egal. Oh, sind schon fast alle.
Dann müssen wir mal gucken, vielleicht landen wir auch einfach da, wo die Türme uns nicht erreichen. Ne? So, dann müssen wir uns mit den Türmen nicht auseinandersetzen. Gute Idee, oder? Sieht geil aus jetzt mit dem Licht, ne? Ja, es sieht mega geil aus, finde ich auch. Ne? Hinten der Speckplanet, ey, es ist einfach der Hammer, ey. Ja, es ist echt wirklich, die Grafik ist einfach ultra mega cool hier. Guckt euch das an. Oh, ganz also aufpassen, dass ich hier nicht reinballern. Vor lauter Geilheit. Hauptsache du bremst. Ja, ich bin dabei. Ich zieh hoch. Oh, und jetzt, der geht weiter runter. Geil, oder? Hier richtig geil gebremst oder nicht? So, gut. Okay. Voll geil. So, aber bis jetzt scheinen keine Türme da zu sein, oder? Nee. Was aber nichts heißen soll. Wir gucken uns das mal erstmal hier an. Nicht, dass die hier gleich noch spawnen, die Jungs und Mädels. Das wäre nicht das erste Mal. Ne, aber momentan sieht das erstmal so aus. So, Restricted Area sind wir auf jeden Fall. Ja, wollen wir es riskieren oder meinst du lieber nicht? Stell dich dahinter, dann... Ja, yeah, aber wenn vier spawnen, dann machen die uns trotzdem platt. Also die Plattformen sind leer, ne? Eigentlich sind die Plattformen für Türme, ne, oder? Ja, aber ich weiß halt nicht, ob die nicht noch spawnen, weißt du? Ja. Also gar keine Türme? Sonst fliegt doch da hinten hinter diesen Huckel da, links. Links? Auf 9 Uhr. 9 Uhr. Da meinst du? Ja, gute Idee. Ja. Dann. Straight drüber. Hier meinst du, ja? Hinter denen? Ja, irgendwo so hinter so einem Ding. Boah, ist doch ganz schön weit, ey. Ja, komm, dann park direkt da vor der Tür. Meinst du, ja? Ja. Gehen wir davon aus, dass keine Türme kommen. Ich gehe davon aus. Ihr habt das alle gehört. Na gut, okay, dann. Ich hab gesagt, park hinter dem Huckel, aber das war dir ja zu weit. So. Nee, guck mal, wir können da parken. Oh das ja, ist, aber hier ist doch. Hier ist doch so ein ganz kleiner Schwups. Da können wir dahinter parken. Hier, guck mal. Da ist doch perfekt. Ja. Oder? Hier so. Perfekt. Park da. So, ein bisschen weiter hier. So, guck mal. Ja, sieht gut aus. Das müsste doch eigentlich safe sein, oder? Komm, wir lassen alles an. Beziehungsweise Triebwerke machen natürlich aus. Und dann gucken wir. Ja, ich meine, für 900, da darf das auch nicht so. Also, weiß ich nicht. Ne? Aber wer weiß, keine Ahnung. Also, alles ist möglich. Man weiß ja auch nie, was richtig ist und was falsch. Ne? Kann auch natürlich sein, dass man denkt, das ist ganz schön schwer, aber dabei ist es, ja, sollen so viele Türme gar nicht da sein. Also, man weiß es nie so genau. Gut, Rotti, dann Gas. Los geht's, ne? Jo. Dann übernehme ich die linke Seite, du gehst rechts. Haben wir das auch schon geklärt. Jawohl. Und dann mal gucken, wie wir Asim da wegnatzen. Wir müssen theoretisch, müssen wir nur den wegballern, ne? Also wir brauchen uns nicht um andere kümmern. Außer wir wollen natürlich noch looten und Call to Arms ausnutzen. Ja. Waren alles platt, oder? Ja, sicher. Ja, aber theoretisch, ne? Wenn ihr diesen Bounty habt, müsst ihr wirklich nur den ausschalten. Dann könnt ihr euch wieder, wieder abhauen. Müsst ihr euch da nicht, wie gesagt, in Gefahr begeben, unnötig. Aber hier scheinen echt keine Türme zu sein, ne? Keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass die noch nicht wieder... Aber hier ist auch kein Turret hier, guck mal. Ne, gar nichts. Haben sie vergessen. Haben sie vergessen einzubauen hier. Oder müssen sie sparen? Das kann auch sein. Die auch sparen hier. Überall müssen sie sparen. So, geht los? Geht los. So, ich hoffe, du hast keinen Granatwerfer dabei. Gut. Obwohl, hier sind, glaube ich, keine Securities. Ich habe kurz so überlegt, aber ich denke, ja komm, kannst du nicht machen. Aber du hast einen Schalldämpfer drauf. Ich habe einen Schalldämpfer drauf, ja. So. Hier rechts, ne? Jo, ich gehe links. Links ist safe. Da ist der erste Kontakt, schalte ich aus. Ja, okay, hab ihn erwischt. Okay, auch Kontakt. Dann weiter vorrücken. Moment. Na,
wieder nicht nachgeladen. Was denn? Ja, ich habe die C54, die nutze ich sonst nie. Muss ich erstmal dran gewöhnen. Okay. Ja, dann vorrücken. Links, oh, Kontakt. Ja, Kontakt. Ja, kannst du ausschalten? Kommst du ran? Moment, ich gehe weiter. Rechts ist frei? Rechts ist frei, ja. Nee, Kontakt ist weg. Okay, dann bleib du weiter rechts. Sicher den oberen Bereich, ich gehe links. Oh, Kontakt, warte, sehe. Einer down, noch ein Kontakt. Zweiter down, ein dritter ist verschwunden hinter den, ja, hinter dieses Teil in der Mitte. Okay, weißt du? Kontakt vorne. Oh, der ist aber, der hat sich aber gebeamt, ey. Oh, Kontakt wieder, hinter, komm. Kontakt auf 11 Uhr bei dir. Ja, ist down. So, meinst du, wir können vorrücken, oder? Also links Kontakt, ist jetzt frei. 12 Uhr bei mir. Down? Ja, ist down. Stirbt den Helden tot. Okay, aber Kontakt auf 9 Uhr bei dir. Okay, kommst du heran, oder? Ja, jetzt ist er gerade dahinter das Ding. Guck du mal weiter auf 12 Uhr von dir aus. Ich laufe jetzt rüber. Nee, du läufst nicht rüber. Du gehst rechts. Ich laufe dann rüber. Wenn du sagst, es ist frei, dann gehe ich rüber. Ja, da ist hinter... Ja, das weiß ich ja jetzt. Das weiß ich ja. Gut. Also dann los. Und los geht's. Ist down. So, der hintere Bereich ist sauber. In der Ventilator. Auch sauber. Hier ist alles clear. Okay, dann vorrücken. Treppe, Kontakt. Kontakt. Ist down. War das Ziel. Ach echt? Ah ja, okay. So, hier liegt schon deine erste P4, kannst du gleich nehmen. So, wir clearen aber nach oben, ne? Gehen noch hoch. Ja. So, rechts ist sauber, kannst vorrücken. Links ist sauber, kannst vorrücken. Okay. Oh. Irgendwo schießt's. Ja, Kontakt auf 9 Uhr. Ja, ich hab's gesehen. Hab ihn getroffen, ist aber nicht down. Ich kümmere mich drum. Doch, ist down. Okay. Genau, Oh, das ist aber ein Zivilist. Sollen wir erst den Serverraum machen? Ja, ich komme zurück. Dann rein in den Serverraum. Genau, nicht die Zivilisten okay. Abschießen. Keine Panik, Kollege. Rechts clear. Gehst hinten durch? Achso, okay. Dann rein. Links frei. Ja. Der Raum ist sauber. Dann rein. Rechts ist sauber. Ja, rechts ist sauber. Links sauber. Rechts sauber. Sauber. Ja, dann haben wir's. Irgendwo sollst du hier wohl auf... Ah ja, hier kannst du auf Use gehen, auf dieses Mikroskop, aber er macht noch nichts. Aber geil, dass das schon geht, ne? Mit F. Aha, okay. Interessant, interessant. Was könnte das für ein Gameplay sein? Geil, 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 geil. So, dann... dann die Picobälle einsammeln. Bello? Die Picobello. Die Picobälle. So, wir müssen aber den hinteren Bereich noch kurz checken. Komme. Na, so ein klassisches Drogenlabor hier. Labor, Labor. Wie recht? So. Ah, hier scheint aber alles sauber zu sein. Hier liegt noch eine FS9 LMG.
Mittlerer Gang. Kontakt in der Mitte. Ja, ich gesehen. Der ist aber weggebeamt. Ja, ich Down. Hintere Bereich ist sauber. Dann noch kurz den Raum hier hinten checken und dann haben wir's. Ah, sieht aber gut aus. Ja, alles sauber. Gut, dann schnell noch looten. Und dann auf zum nächsten. Zum nächsten Auftrag. So, wenn ihr übrigens die Sachen von den Zivilisten haben wollt, manchmal haben die so besondere Sachen, so Gasmasken zum Beispiel, ne, die findet ihr dann hier, da müsst ihr die kurz ausnocken. Und dann könnt ihr die looten. Einfach mittlere Maustaste drücken, so zack. Ja, und dann sind die meistens im Downstead. Falls ihr da moralisch so unterwegs seid, dass ihr sagt, nee, die sind ja lieb, ne, die tun nix, dann könnt ihr das natürlich tun. Ja, dann kannst du nicht machen, die frieren doch. So, so, hier sind ein paar Hacking-Karten, falls du welche brauchst. Nimm mal mit, ich nehme ein paar Mat-Tools hier mit. Ja, mit Hacking-Karten musst du vorsichtig sein, wenn du von der Security gescannt wirst mit Hacking-Karten, kriegst du ein Crime-Stat. Oh. Ja. Zecken doch. Deswegen nehme ich ungern welche mit. Also ich habe auch welche. Na gut. Aber geil, wie ich dir welche unterjubeln wollte, ne? Hier sind Hacking-Karten, kannst du mitnehmen. Ja, gut. Ja, ja. Aber ich weiß nicht genau, ob wir nicht beide einen Crime-Stat kriegen, wenn wir, in einem Schiff sind. Bestimmt. So, dann haben wir hier Schönes. So, ich würde übrigens auch noch eine P4 mitnehmen. Oh, hier ein schöner Defiance-Helm. Der sieht aber ganz schick aus hier. Teleskop, nehmen wir auch noch mit. Schönes Dingens hier. Dingens? Ja, hier, Zielfernrohr. Achso. Hier, ey. So, Equip. Hat er? Ja, hat er. Ja, sonst kann man hier nichts anwählen. Nur das Fernrohr. Aber geil, ne? Ah, alleine schon mit dem Gameplay, wenn du später solche Sachen, ne? Dann musst du die richtige Probe finden zum Beispiel und sowas, weißt du? So einfach so geile kleine Sachen, ey. Voll gut. Voll Bock drauf. So, ey, hier noch. Ah ja, schon ein bisschen Magazine hier. Bei Ausrüsten. Mal hier nochmal reingucken hier. Zack. Ah, mit Pinseln auch nicht schlecht. Zack. Ja, ich glaube, dann machen wir es auf, wa? Moment, ich bin noch nicht fertig. Na gut. Jetzt sind wir hier looten und dann habe ich was gefunden oder willst du weg? Oh, hier, guck mal, das ist auch nicht schlecht. Hier eine schöne Scharfschützen-Knifte. Auch ganz geil. Ja, ich weiß nicht, wir haben die Super Hornet. Die hat, glaube ich, kein Fach, ne? Das könnte sein, ja. Ja, ich glaube, dann schwenke ich um. Dann schwenke ich, glaube ich, wirklich auf P4 um. Und lass mal meine... Die mal hier. Los, fahren wir ab. Oder bist du nicht so weit? Gleich. Ah, Mist, die hat eine andere Waffengröße. Ah, verdammt. Na egal. Dann ist Schluss mit leise. So, ich glaube, hier will ich den anderen ran machen. Ich hoffe, der passt, aber müsste eigentlich. Ja. Der passt. So. Nehme ich. Obwohl, nee. Munition reicht. 60 reicht. Später looten wir dann noch ein bisschen mehr. Super. Dann kannst du. Haben wir unseren ersten erledigt. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal den zweiten vor. Das wäre jetzt für
900. Das wird wahrscheinlich dann irgendwie steigern sich, denke ich mal. Ne, hier zum Beispiel Clear Criminal Nest. Das ist zum Beispiel jetzt eine für 30.000. Ne? Das ist wahrscheinlich dann jetzt so eine Folgemission, würde ich sagen. Und dann machen wir die jetzt erstmal. 30.000, das ist schon 5, das ist 15.000 für jeden. Das ist nicht so schlecht. Ne, ich, ja. Wenn ich sie bekommen habe, dann share ich. Aber momentan sieht es nicht so gut aus, oder? Was ist denn jetzt? Potem Group Warrant Bounty. Was ist das denn? Es gibt ja dann letztendlich auch die, wo du Wellen ausschalten musst. Weißt du? Ah, ich glaube, ich hab's, glaube ich, bekommen. Ja, ist ein bisschen lame gerade hier. Oh, das ist eine Cave on Daymar. Wollen wir das? Okay. Nee, Cave ist doof, oder? Ah, zieht sich, ne? Ja, Cave zieht sich. Nee, dann nicht. Dann machen wir nicht. So, hier, weg. So, aber hier war trotzdem noch eine, die hier. Ich muss nur kurz gucken, wo die ist. Ich hoffe, das steht hier irgendwo. Das ist nämlich die North Rock Service Group. Die ist natürlich überall verteilt, so ein bisschen. Aber ich meine, die ist, glaube ich, in erster Linie bei... Ja, hier, Stanton System. Na, herzlichen Glückwunsch. Hier ist wieder eine. Wieder für 9.000. Na gut, das ist die von eben. Das ist die gleiche. Na gut, dann würde ich sagen, schwenken wir hier auf Mercenary und holen uns hier mal eine... Warte, was haben wir jetzt wieder eine reingekriegt hier? Ach nee, das ist Blackjack. Und holen uns hier mal eine für 15.000. Und zwar diese hier. Provide Backup für 15.000. Accept. So, das ist jetzt aber auf Daymar, glaube ich. So, ich share. Jawohl. Und los geht's. Ich habe auch einen Marker. Aber mittlerweile ist auch Nacht. Die Nacht ist hereingebrochen. Und es schneit. Sag mal, der Schnee, der ist neu, ne, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja. Also, das ist mir auch auf Microtech aufgefallen, irgendwie, dass der Schnee, mindestens ist mehr geworden. Kann sein, ja. Ich habe übrigens auch Granaten dabei, ne? Du müsstest mich nur mal dran erinnern, eine zu werfen. Ich vergesse das immer. Kannst ja, du Sprint so, ja schon mal ziehen? Wie bitte? Dann ein bisschen schneller, wenn es drauf ja, eingeht. Dann kannst du Sprint ja schon mal rausziehen, ein bisschen schneller. Ja. So. Use Pilot Ladder. Zack. Aber klappt doch mit dem Ingame-Voice erstmal ganz gut, ne? Bis auf, dass es natürlich ein bisschen leiser ist, ja. Als wenn man das jetzt über Discord macht oder so. Aber wenn sie da nochmal so nachjustieren, finde ich das schon mal eine richtig feine Sache auf jeden Fall. Also ich habe es mir ins Ingame hier ein bisschen lauter gemacht, ist alles gut. So. Aber es fällt halt nicht so die Nebengeräusche raus, ne? Die Ingame-Voice. Das kann sein, ja. Wenn man jetzt hustet oder sowas, ne? Ja. Muss sein Mikro stumm machen. Security Post Molutu müssen wir jetzt. Sag ja. Bescheid, wenn du drin bist. Bin drin, hau rein. Alles klar, dann geht's los. Achso, er will uns hier erstmal über den Orbitalmarker schicken. Dann machen wir das. So, Sprung in 3, 2, 1, los geht's. So, nochmal Sprung in 3, 2, 1. Post
Deus Moluto. Das ist jetzt aber auch dann auf der Oberfläche, ne? Das ist auch auf der Oberfläche, ja, genau. Wenn wir Glück haben, ist hell. Wenn wir Pech haben, ist dunkel. Ich nehme Glück. Ich auch. Ja, witzig, ne? Manchmal hat man zwei Außenkameras und manchmal hat man nur eine. Das verstehe ich auch irgendwie nicht. Das liegt, glaube ich, am Schiff. Meinst du? Ja. Oh, wir haben Glück. Ah, der immer ist mein Liebling. Ja, mein auch. So. Dann gehen wir mal Gas hier. Und jetzt hier, glaube ich. Skywalker rumäumeln würde, ne? Wenn was? Wenn der jetzt unten noch Luke Skywalker rumäumeln würde. Warum Luke Skywalker? Luke Skywalker ist doch aus einem Film, oder? Der gibt's doch in echt gar nicht. Ja, es gibt doch hier. Ja, hier. Von der Luke Skywalker Convention von letzter Woche. Ach, den wollen sie doch hier treffen. Ja, das stimmt. So, mal gucken, wo wir uns hier verstecken können. Na, hier ist auf jeden Fall so ein paar Felsen. Wir können ja erstmal gucken, ob es ein paar Turrets gibt, aber vielleicht ist das ein turretloser Server hier. Ich glaube, hier sind auch keine. Nö. Nee, ne? Dann. Haben wir ja Glück. Freunde, man muss immer Glück haben, aber rechnet damit nicht. Ne, dann ist, glaube ich, nur ein Fehler, dass hier keine Turrets sind. Oh, hier, guckt ihr da an, hinten Daymar, ey, sieht das geil aus. Ja. Oh, machen wir uns, fangen wir mal ein schönes Bild ein hier. Na, hier, oh, geil. Also, wir sind auf Daymar, du meinst Orison. Ich meine Crusader. Crusader. Ja, was habe ich gesagt? Daymar. Habe ich gesagt? Ja. Nee, glaube ich nicht. Habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Ich habe den Videobeweis. Ja, geil. Voll gut. Gut, dann würde ich sagen, dann landen wir hier jetzt vorne. Also ich glaube, hier auf dem Server gibt es, glaube ich, keine Turrets. Und auch keine Railguns. Nix gibt's hier. Naja, solange es die Kohle gibt, ist mir das Latte. Ist mir das egal. Oha, oh, 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 hier unten liegt aber eine Waffe. Was? Hä? Was? Guck mal. Unterm Schiff liegt eine. Ich prüfe das. Ja, das ist sehr, sehr, sehr merkwürdig hier. Vielleicht fliegt hier auch einer rum, der die ganzen Türme schon ausschaltet. Oder ist deine Waffe, weil du irgendwo gegengeflogen bist? Nee, eigentlich nicht. Die ist auch viel zu groß, glaube ich. Ballistische. Ne, hier, die sind ja viel zu klein. Das ist ja eine Nummer größer. Es sieht eher so aus, als wenn das die ist, die normalerweise da auf diesem Sockel sitzt. Aber du. Kense Plänse. Da ist auch eine. Hä? So, wir müssen. Da unten haben wir vier Verbündete. Ne? Denk dran, da sind jetzt vier Verbündete. Die haben so Dreiecke. Okay. Finde ich übrigens so im Nachhinein, am Anfang fand ich das ja ganz gut mit den Dreiecken. Ich muss aber gestehen, ich fand es ohne geiler. Ne, wenn man so selber gucken muss, finde ich irgendwie cooler. Spannender, ne? Ja, irgendwie schon. Ja, auf jeden Fall. So, warte mal ganz kurz. Ich will mal noch, ganz... Wenn du einen abknallst, dass dann darüber die Punkte so hochflashen. Ja. Bevor du losläufst, ich will noch mal ganz kurz customizen hier. Den natürlich vormachen können, habe ich aber nicht. Und zwar hier auf ein Zweifach, Achtfach. Ja, Achtfach ist doch, glaube ich, gut, ne? Oh, ist das lang. Hä? Och, nix. So, macht er das jetzt auch hier, oder? Oder nicht? Ich guck schon mal. Wäre ganz gut. Hey, Ritti, ne? Keine Geduld. Keine Geduld. Ja, ich warte hier. Mann. Immer so, ne? Gleich. Ich sichere dich. So, jetzt. Ja, da liegt in der Mitte auch noch eine Waffe. So, kann losgehen. So, ich kann einen ausschalten hier, warte. Wenn ich Munition hätte, habe ich aber nicht. Aber ich habe hier Munition. So.
Oh, Kontakt. Kontakt auf 9 Uhr, warte. Ja, ich schütze den rechten Bereich. Ah, der ist weg. Ich konnte nicht durchschießen. Irgendwie. Okay, dann vorrücken. So, rechts scheint's. Kontakt, warte. Okay. Die haben sich ganz doll lieb hier vorne. Sag mal. Down. So, ja, dann gehst du rechts, ich gehe links. Ja, muss im Laden. Oh, Kontakt hinter dir. Hä? Down. Wer, du? Du hast jetzt gerade einen Soldaten weggeschossen übrigens, ne? Alter! Rötti, du machst mich fake. Ich hab übrigens Crime Set. Ja. Ach echt? Dann müssen wir danach jetzt wohl hacken. Weil die machen jetzt übrigens Jagd auf dich, ne? Ich würde abhauen. Ich mach das Ding jetzt noch schon zu Ende hier. Gut, ich bin weg. Und dann fliegen wir dich nach Korea, würde ich sagen. Der kam hinter dir her. Ich dachte, ich muss dich beschützen, Mensch. Beschützen, Mensch? Ich hatte gedacht, ich muss dich beschützen. Nee, musst du nicht. Der hat mich beschützt. Ja, das habe ich dann auch hinterher gemerkt. So, zwei sind hier noch irgendwo. Ich beeile mich. Ja. Jetzt klingt es übrigens wieder anders, ne? Ja, weil du weiter weg bist wahrscheinlich. Jetzt ist Funk, denke ich. Ja, jetzt ist Funk. Geil, oder? Ja, geil. Obwohl eigentlich mit Helm immer Funk sein müsste. Macht ja keinen Sinn, dass da mal... Ja. Also, ne, Helm auf ist Funk. Wir brüllen uns ja nicht durch den Helm an. Normalerweise. So, irgendwo ist hier noch einer. Wahrscheinlich hier hinten drin, vermute ich mal. Oder der ist mittlerweile nach oben gelaufen, das kann natürlich auch sein. Irgendwo ballert's. Ah ja, okay. Ich glaube, ist komplett. Ich glaube, unsere Verbündeten haben es gemacht. Hörst du mich noch? Was sagst du? Hörst du mich noch? Ja, ne? Ja, ja. So, hier, das sind natürlich liebe Arbeiter hier, ne? Die darf man natürlich nicht hier, So, jetzt kriege ich natürlich die kompletten 15.000, logischerweise, weil der wird die ja einen Krimmelstat hat. Du musst mal gucken, wie wir das dann gleich machen, ne? Weil Korea ballert ja, ne? Ja. So, erstmal wollen wir uns hier so ein bisschen was mitnehmen. Ah, jetzt habe ich die Waffe. Achso, kann ich ja auch nicht da lassen. Stimmt, geht ja nicht. Ist ja leider in dem Schiff nicht möglich. Aber wir können auch ein bisschen so Zeug mitnehmen. Ja, zack. Visiere kann man nicht genug haben. So, der Rest ist erstmal uninteressant. Ich würde gerne mal so ein Ultra-Rare-Item finden. Irgendwie finde ich die nie. Halt Ultra-Rare. Ja, Pico-Ball zum Beispiel. Oder halt irgendwo sowas ganz Seltenes. So mit so einem Skin oder ach, irgendwie sowas. Hast du eine Hacking-Karte? Natürlich nicht. Okay, ich nehme mal zwei mit und in der Hoffnung, dass die Security mich jetzt hier nicht abknallt. Aber ja, die müssten mich ja eigentlich scannen, also nur einfach abknallen. Ist ja nicht so, dass ich die da irgendwie draußen rumbaumeln habe oder so. Sag mal, ich bin schon wieder hier im Schiff, ne? Ja. Hier liegt eine Tüte Salzherige. Sind das deine? Kann ich die haben? Die kannst du haben, ja. Okay. Die waren auch schon im Schiff. Aber Typ ist ja neu, sagst du, ne? Oh, da hinten, der zielt aber auf mich hier, der Kollege, oder? Macht er das? Weiß nicht. Bin nicht so sicher. Nee, ich glaube, der ist nur. Der sucht dich noch. Ja,
Ja, hier er auch. Da steht einer am Fahrstuhl. So, ich gehe nochmal ganz kurz hier durch. Mal ganz kurz hin. Könnte froh sein, dass ich mich nicht finde. Bin ich auch noch um die Ecke kriegen. Isst du ein Apfel oder sowas? Nee, ist deine Salzserie. Ach so, die isst du. Weil das hört sich so an, als wenn du irgendwie mit einem Alien sprichst. Ja, so. Die gut. Dann würde ich sagen, haben wir's, ne? So, ich hole mir nochmal ganz kurz ein paar Magazine. So, kann man die looten? Nee, ne? Das wäre natürlich super. Aber ich glaube, das geht anders. Wir nehmen die einfach mal. Mensch. So. Machen so. Und ziehen uns hier das Magazin raus. Geile Idee, oder? So, müssen wir gleich aus hier. Achso, ich glaube, ich habe noch diese anderen hier dran, ne? Was denn jetzt hier? Schmeiß das weg. Drop. So. So, jetzt wollen wir erstmal ganz kurz die anderen Dinger hier wegmachen. So. Ich gehe glaube ich erstmal hier. Ich gehe glaube ich erstmal in den Fahrstuhl. Wir müssen den Fahrstuhltest noch machen. Denk dran. Wollen wir das mal kurz machen? Lass mal kurz machen. Komm. Ja. Achso, du bist schon im Schiff. Oder kannst du noch mal kurz runterkommen? Ich schicke dir den Fahrstuhl hoch. Ja, ja, komm. Derzeit nehme ich mal hier die ganzen Magazine, die ich nicht brauche. Das linke Knie übrigens. So, das ist den brauchen wir nicht. Den brauchen wir auch nicht. Dann machen wir den hier und den hier. Haben wieder ein bisschen mehr Mut. Schade, dass ich keine Scharfschützengewehr-Munition habe. Aber irgendwie habe ich da jetzt irgendwie nicht drauf geachtet. Egal. So. Dann sag Bescheid. Ich gebe auch nur einen Schuss ab. Ne, wir wollten nämlich mal testen. Damals war es mal so, dass man Leute, die im Fahrstuhl standen, nicht hitten konnte. Und das ist halt so bei Bunkeroffensiven immer so ein bisschen blöd. Ne, wenn hier die Leute stehen und im Fahrstuhl kannst du rausschießen. Aber hier kannst du es halt nicht. Ne, deswegen wollten wir das mal testen. Sag Bescheid, wenn du unten bist. Ich komm runter. Unten. Okay. So, dann gebe ich dir mal eins ins Knie. Ja. Hast du bekommen? Ja, 94%. Okay, dann gib mir auch mal eins ins Knie. Ja, Alter, was machst du denn? Eine Alter, Salve bist... war das. Ich dachte, du jetzt C54. Alter! Ich kenne mich nicht aus mit dem Ding. Da hält der voll drauf, ey. Ich krieg die Krise. Die macht dann automatisch eine Salve. Boah, ey. Du kannst das doch wechseln. Ja, wie denn? Ich glaube mit B oder so. Nee. Mit B kannst du irgendwie... warte mal, ich check das mal kurz. Nee, das war's nicht. Doch, mit B. Mit B kannst du wechseln. Da macht er die Schusswechsel. Wenn du die Waffe drin hast. Dann siehst du unten rechts das Symbol. Das ist unendlich. Das ist Zweierschuss. Dann macht er so. Bertha? B wie Bertha? Ja, und das ist Einzelschuss hier. Macht er immer nur einen Schuss. Nee, macht er bei mir. Das ist keine Funktion hier. Was? Ja, mit der C54 allerdings, ne? Vielleicht hat die gar keinen Einzelschuss. Doch, muss. Alter, hier, pass auf, krieg die hin. So. So. Zack. Hast du? Nee. Ist sie weggebackt?
Ja. Ah ne, ich hab's nur in der Hand. Ne, das ist jetzt die... Probieren wir jetzt mit B? Ja, da geht das. Da geht das. Na gut, dann ist die C54 einfach... einfach Mumpe. Ja. So, hast du zufällig ein Heilungstool? Aber ich hab, glaube ich, eins. Warte mal. Kann ich mich mal hochheilen? Ja, ich habe auch eins. Okay. Also, du bist ja schon auf 100, ne? Nein. Oh doch, bin ich doch? Hä, warum bin ich's? Ach, du hast gerade drauf gedrückt wahrscheinlich, ne? Ja, aber auch nur ganz kurz, ne? Ja, ja, das hat gereicht, war nicht viel. Ach so. Ja, ich habe mir schon eine Medpen reingekloppt. Ach so. Na gut. Ich dachte, du machst hier die Welle und hat gar nichts. So, dann müssen wir jetzt nach Dings, ne? Nach Security Post Career, ne? Ja. So, solange das noch geht. Ab der 3.18 ist das vorbei, mein Freund. Werden wir merken. So, also, dann müssen wir jetzt nach Celine, ne? Da war das, glaube ich. Aber ist das jetzt ein Problem mit dem Crime Sentinel, ne? Du kriegst halt keine Bunkermission mehr, ne? Nee, ich dachte nicht, dass wir das Crime Sentinel, dachte ich. Das Problem ist halt, wenn wir jetzt gescannt werden oder so, dann werden wir halt, also wir müssen mal gucken, wie wir jetzt dahin fliegen. Also am besten ist es wahrscheinlich, wenn du dir ein eigenes Schiff nimmst. Oder ich versuche mit der Super Hornet unter das Pad zu kommen. Das kann ich natürlich machen. Ja, das kannst du doch besonders gut, oder nicht? Geht so. Ja, wir suchen das mal. Was das? Vertraue dir. Hm. Aber es ist ja eh ein Server, wo nichts spawnt, da so gesehen. Sollten da auch keine Türme sein. Ja, wobei mit Ramset 3 bin ich ja schon. Das ist schon ein böser Junge, ja. Ja, also wenn wir jetzt gescannt werden oder von der Security oder so, dann sind wir eh am allerwertesten. Weil ich ja auch jetzt 4 Hacking-Karten dabei habe, also. Nur ist unsere dritte Mission halt eine Knastmission. Ja. Ja, momentan gibt's so einen doofen Bug. Der ist es, wenn du im Knast aufwachst. Dann hast du deine Originalklamotte noch an, meistens. Und mit Waffen und alles. Und wenn du dann runtergehst, knallt dich die Security ab. Und wenn du das hast, dann kommst du da auch nicht mehr raus. Dann bist du danach, wachst du dann in Knastuniform auf, aber die knallt dich trotzdem ab. Und dein Crime-Set wird immer höher. Das ist total nervig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, da geht nur noch ein Charakter-Reset, glaube ich. Eieiei. Ich hatte das einmal, aber allerdings im PTU. Deswegen war mir das egal. Aber ich glaube hier. So, was ist er denn? Wo ist er denn, der kleine Außenposten? Ach, da ist er, glaube ich. Genau, das müsste sein. Dann haben wir hier über Rom 1. Problem ist, die Super Hornet, die beherrsche ich nicht so gut. Also da ist so ein bisschen, da weiß ich den Bremsweg nicht so gut. Aber ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Ja, ich bin mir sicher. Ich mache das normalerweise sonst immer mit der Arrow. Da ist Punktlandung, da erwischt mich nie ein Turm. So. Ja, das ist wirklich der Safe Way. Wie gesagt, in der 3.17.2. Ne, ab der 3.18 ist das vorbei. Da wird ja Security Post Career besetzt, dann mit Security. Ne, da wird das alles anders laufen. Wahrscheinlich könnt ihr das dann zwar immer noch machen mit dem Verstecken unter den Pets, aber
dann müsst ihr halt drinnen gegen die Security kämpfen und kriegt auf jeden Fall noch einen Crime-Stat. So, da müssen wir rein und da müssen wir unter. Aber wie es aussieht, auch hier keine Türme. Die schießen. Oh doch, jetzt. Doch! Glück gehabt. Ja, 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 ich sag ja, ne, das ist die Super Hornet, da habe ich ein bisschen... Die ist nicht so meins. Ich steig schon mal aus, ne, dann bist du schon mal safe. So, wir sind eh safe jetzt. Gut. Noch ein bisschen korrigieren hier. Zu sehr, ich bin über dem Schiff. Zermatscht du. So, ja, normalerweise komme ich auch immer von vorne. Das war jetzt ein bisschen seitlich, aber egal, hat ja geklappt. So, hier bleiben wir stehen. Ich hoffe, es gibt kein Bounty auf dich. So, wir machen Triebwerke, machen wir mal aus. Schilder sind wir an und dann geht das los. Hui! Auch nicht schlecht, ne? So, gut. Dann, let's go. Die Karte besorge ich mir drin selber oder wolltest du mir die... Kannst du auch, geben? Ja, kannst du auch. Ansonsten kann ich dir auch eine reinstecken. Obwohl, geht das überhaupt? Ich glaube, geht nicht, ne? Nee, das muss ich schon selber reinstecken. Ich glaube auch. Ich kann dir auch hier draußen eine hinlegen, wenn du willst. Geht das? Ich hab 4. Wir probieren's mal. Ich leg dir einfach mal hier eine auf den Boden. Mal gucken, ob's geht. Hier, zack. Ja. Ist da eine? Hä? Ja, doch, da. Hab sie. Super. Sehr gut. So, dann hier mal rein. In die gute Stube. Nee, wieder weg. Was, die Karte? Ja, kannst du sie eigentlich in der Hand und dann ist sie weg wieder. Aha. Ja, ich habe auch keine Munition, also... Ich bleib mal hinter dir, ne? Ja, ja, wir gucken erstmal. Vielleicht ist auch keiner drin. Wahrscheinlich ist keiner. Hast du gedrückt, oder? Nee. Soll ich drücken? Okay, warte ich. Ja, mach du mal. Ja. Ich glaube, ich habe meine Waffe weggesteckt. Irgendwie war wieder die Anzeige da im Weg. Ja, bin mal gespannt, wie sie das umbauen, das Ding. Bestimmt geil. Ich sehe schon eine Waffe. Soll ich mir die im holen, Zitko? Du siehst eine Waffe. Wo siehst du die? Ja, hier hinterm Tunnel. Aber nur, wenn da keine NPCs rumhängen, ne? Sieht aber erstmal ganz gut aus. Ich höre auch nichts. Also hier liegen Waffen. Vielleicht sind die auch schon ausgeschaltet. Sieht gut aus. Ich glaube, du kannst theoretisch schon ran an den Apparillo. Du hast da noch keine Karte, ne? Guck mal ein bisschen in ein paar Kisten jetzt hier lang rein. Ich... Ja, mach mal. Ich guck auch noch mal ein paar Kisten. Ansonsten, wie gesagt, habe ich noch welche. Oh Mann, ey. Ja, das wird alles einfacher werden, wenn wenn die ganzen Schiffe ihre Austauschfächer bekommen, ne? Dann ist das echt easy. Ja. Also es ist halt einfach noch ein bisschen... Ja, ja, ganz ruhig, wir finden schon eine. Ich komm hier. Wolltest du mir was hinlegen, oder? Ja, ich kann noch mal, ich kann's noch mal versuchen. So, ich leg's dir mal... Wo soll ich sie dir hinlegen? Kannst du das in die Kiste tun? Ich glaube nicht. Ich kann's mal versuchen, aber...
Weil ich glaube, in eine Kiste kannst du, glaube ich, nichts legen. Moment. Na, abgesehen davon will er die Kiste jetzt auch gerade nicht laden. Komm, ich lese sie nochmal hier unten hin. Noch haben wir ja ein paar Versuche. Ja, ja. So, hier, komm. Zack. Ja, dauert immer ein bisschen. Schnarch. Hab ich gemacht? Oh, weg ist er auf jeden Fall. Also ich hab sie nicht mehr. Liegt immer irgendwo drauf vielleicht, oder? Ja, wir können mal versuchen. Warte, ich versuche nochmal eine reinzulegen hier. Nee, ja, da zieht er sie immer gleich zurück. Oh, das ist aber auch... Also manchmal, ne? Lass uns jetzt auch eine Kiste finden mit einer Karte drin. Das kann doch nicht so schwer sein. Hier muss doch irgendwo eine sein. Boah. So, ich geh mal oben gucken. Dann geh du oben gucken. Ich bin schon oben. Erster. So, hier ist bestimmt eine. Ah, verdammt. Sag mal, du, framesmäßig, ne? Da gibt's überhaupt keine Probleme mehr, ne? Nö. Also ich habe immer gute Frames jetzt. Ich auch, ja. Allerdings hätte ich jetzt lieber eine Hacking-Karte. So, vielleicht kann ich die auch nicht... Oh, ich versuch mal was. Vielleicht konnte ich die da nicht reinlegen, weil das keine Kiste ist, wo Hacking-Karten drin liegen, weißt du? Ah, aber hier müssten welche drinnen liegen eigentlich. Vielleicht geht das. Ja, ein Versuch ist wert. Ah, verdammt. Oh, ne? Ne, leider nicht. Liegt die doch mal hier irgendwo drauf. Hier, okay. So auf die blaue Kiste zum Beispiel. Okay. Das wäre übrigens auch geil, wenn das irgendwann mal gehen würde, dass man die aus der Hand nehmen könnte, ne? Ja. Einfach so übergeben. Das wäre total gut. Ich soll dich übrigens daran erinnern, dass du noch Granaten hast, die du verwenden. Danke, danke. So. Da. So, grab. Ne, weg ist es. Ja, du musst dich richtig beeilen. Grab, ne? War sie weg. Du musst dich beeilen. Ja, ja. Das muss wirklich am besten einfach sofort F tackern. Ne, also wenn. Ich hab noch eine. Also nur so mit F einfach drauf, oder? Einmal F ticken. Ja. Okay. So, ich, ja, hab eine noch, ne? Mehr können wir nicht machen, also... Ja, warte mal, dann gehen wir mal hier hin. Kriegt ihr das jetzt mal hier aufs... Hier drauf. Warte, ich lasse mich erst daneben. Ja, warte, ich nehme erst meine Hand. Ey, warte mal. Doof. Hört so? Warte mal, vielleicht kann ich auch nicht. Komm, wir machen erstmal ganz kurz einen Test. Ja. Warte. Habe ich es jetzt noch hier? Ja, ich habe es auf jeden Fall. Ich lege jetzt erstmal einen Medpen dahin. Den versuchst du jetzt zu nehmen. Ja. So, warte. Ah, dann macht er wieder sowas hier. Geht wahrscheinlich nicht, aber ich versuche trotzdem mal. Nee, macht er hier so einen Quatsch. Liegt also auf dem Boden. Medpen ist auf jeden Fall weg. Nee, er lag auf dem Boden. Ja, Wasser war aber wieder zu langsam. Lag auf dem Boden, aber hast du wahrscheinlich nicht gesehen. So, ich mach ein Magazin. So, ich hab ja genug. Auf dem Boden jetzt? Ich weiß es noch nicht. Warte, ich mach ein Multitool. Fangen wir groß an. So. Also.
Place. So, hier drauf auf das Regal oben, ne? Moor, warte, ja. Aber das klappt ja nicht, aber egal, leg drauf. So, und los. Nee, hat er nicht gemacht. Doch, hat er gemacht. Jetzt, jetzt, jetzt. Ticker, Ticker, F. Mehr. F. Multitool. So, hat geklappt, ja? Ja, aber so. Das ist scheiße, weil du bist direkt vor mir gewesen. Das war Glück, dass das jetzt noch gereicht hat von der Zeit. Leg du es mal drauf, ich zeig dir das mal, wie schnell das geht. Im Idealfall. Hast du es? Nee, du hast es noch. Immer noch. Jetzt werde ich das scheiß Ding nicht los hier oder was? Machst du da, machst du mit Place oder? Ja. Adi, lass mal fallen. Oh Gott. Jetzt da liegt. Jetzt hat er irgendwie eine Granate genommen. Warum? Ja. Das muss aber schneller gehen, Zitko, ne? Das hat zu lange gedauert. Das hat auch zu lange gedauert. Fahr ich mal nochmal selber hier. Zack. Und. So, ja, so das schnell. Das bleibt aber auch komischerweise liegen, ne? Ja, ja, du musst aber wie gesagt. Ja, komm, wir versuchen es jetzt. Und einmal, wie gesagt, F-tackern, ne? Ja, 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 ja. So, die letzte Tiger Claw. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Und jetzt. Tacker F! F! Hapse! Schnell reingeschlitzt! Zack! Drin! So, ich geh jetzt weiter. Ei, ei, ei. Jetzt finde ich wahrscheinlich nur noch Hanging-Karten hier. Die sind fast aus der Hand geflutscht, weil ich schon Schweiß in hab. Hast du die Tüte Salzhering mitgenommen aus der Hornet? Ja. Hast du mich da gefragt? Ob nee. Hab ich doch. Nee, du hast glaube ich nicht essen haben kannst. Kann. Ach, du meinst ganz? Hast du die gerade gehört? Ja. Ich hab die hier hingeschmissen. Ah ja, so, so. Gut, ich geh mal, oben checken. Aber hier in diesen hinteren Räumen, wo früher die Munition zum Nachladen war, da ist, glaube ich, nie eine Kiste, ne? Nee, also, ich finde sowieso nie Kisten. Die findest du immer. Ich verstehe das sowieso nicht. Ah, du, eigentlich bin ich der Held im Übersehen. Wie oft ich in der Nachkontrolle Sachen sehe, wo ich einfach vorbeigelatscht bin. Das glaubst du gar nicht. Ja, ich laufe ja gar nicht dran vorbei an den Sachen. Also mir begegnen die Sachen nicht, verstehst du? Ja, so. Ja. Das ist noch was anderes. Also wenn, dann würde ich sie ja auch sehen. Das wird bestimmt hier der Raum, wo später dieser Drogenschrank drin ist. Kann ich mir vorstellen. Weil der ist auch irgendwie, glaube ich, neu. Also irgendwie habe ich diesen Raum hier so noch gar nicht gesehen. So, glaube ich zumindest. Aber vielleicht auch doch. So. Hör ich ein Schiff? Ich kann es dir nicht sagen. Ich höre nichts. Ah, ich glaube ja. Oh, da guck mal schnell. Das sieht mich dann einer. Ich geh mal raus und check das mal kurz. Soll ich den denn über den Haufen ballern? Besser nicht, ne? Ja, wieso? Natürlich! Aber dann krieg ich einen Crime-Stat. Hä?
Wolltest du ihn überreden, dass er mich nicht abknallt, oder was? Das ist der Ritti, das ist ein ganz lieber. Den bitte nicht abknallen. Nee, aber hier ist, glaube ich, aus Versehen. Ich check mal ganz kurz im EVA hier. Oh, ich höre Schüsse. Ja, ich auch. Kann sein, dass NPCs gespawnt sind. Sei vorsichtig. Ich sehe nichts von außen. Also Schiff sehe ich jetzt hier nicht. Okay. Schiff ist definitiv nicht hier. Zumindest jetzt nicht offensichtlich auf den Pads. So, dann komme ich mal zu dir, wa? Ja. Das ist nett. Kein Problem, mach ich gern. Oh, das ist auch immer wirklich, ey. Nein. Also... So, ich bin drin. Okay. Hast du schon einen NPC gesehen? Nee, hab ich nicht. Ich bin jetzt am Hacken. Ich kann jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht. Sag das nicht mir. Ich sag das einfach, wir sind ja jetzt auch über Ingame Boys. Ne? Also Leute, all die mich hören, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Nicht schießen. Ja, nur blöd, wenn das jetzt gerade Chinesen sind, dann verstehen die nämlich kein Wort, was du da sagst. Weiß ich auch nicht, was manchmal. Ja, genau. Da würde ich aber extra erschießen. Auch wenn du kein Crime-Set hättest. Der bringt mich hier gleich eine Schüssel Suppe. Oh Mann. Oh, ich hab geschossen auf dich, Sitro. Ja, hau ab. Hau ab! Aua! Ich bin down, down! Oh, ist aber auf jeden Fall ein netter Spieler, der hat einen Bounty auf dich. Dem werde ich jetzt erstmal einen schönen Crime-Stat geben. So, den könntest du jetzt wegballern. Star-Hess, pass bloß auf. Der hat dich wahrscheinlich als Bounty und sieht dich. Also hau bloß ab. Ja, ich bin dabei. So, ich habe jetzt eine Tier-3-Verletzung am Bein. Ich bin dabei, okay. So, ich guck mal ganz kurz, wo er ist. Ich sehe ihn hier oben aber nicht mehr. Aber der hat mich hier oben irgendwo erschossen, wo ich bin. Ja, ich sehe ihn, unten ist er jetzt. Jetzt ist er unten an der Konsole. Direkt unten an der Konsole. Jetzt haut er wieder ab in die andere Richtung. Ja, ich bin draußen. Im EVA, oder? Wahrscheinlich jetzt, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja, du, super. Du, Rexack, du! Du Hund! Sei froh mit deinem Crime-Set. Ja, viel Glück, Spaß damit, ey. Ja, der wird aber dein Bounty jetzt nicht mehr haben. Also der wird dich jetzt nicht mehr sehen, weil er selber eins hat. Na, hast du Glück gehabt. Okay. Such mal sein Schiff oder guck mal und dann natzen weg. Oh, jetzt ist er bei mir. Jetzt ist er bei mir und hat mich komplett weggemacht. Er hat mich jetzt komplett erledigt. Okay. Ja, verstehe. Ich überlege jetzt gerade, was mache ich jetzt als nächstes? Am besten bleibst du draußen. Und ich komme zurück. Du kannst mal gucken. Ach nee, du hast einen Crime-Stat, verdammt. Dann geht das nicht. Aber ich könnte mal gucken, ob ich seinen Bounty habe. Weil dann weiß ich, wo er ist. Dann komme ich ganz schnell zu dir. Versteck dich mal draußen irgendwo. Ja. Genau. Ich bringe auch Hacking-Karten mit, keine Sorge. Super. So, hier. Da ist er. Against you. Ja, hier. Richtig schön. Alles verteilen. Hier, Homicide. So, da hat er richtig einen sitzen hat er jetzt. So, mal gucken hier, mit Crime-Sit jetzt. Naja, so ist das, ne, wenn man nicht aufpasst. So, wo ist er hier? Da ist er bestimmt. Oh, der Rötti, ich hab dich. Hast du mich auch noch? Ja, ich hab dich auch, aber ich will dich nicht. Warte mal, ich nehme dich mal an und dann lehne ich dich ab, weil ich will ja nicht den anderen haben. Dann müsste ja auch einen haben hier eigentlich. So, mal hier ablehnen. So, nochmal gucken. Hier, da, Star-Hess, da ist er. Ich hab ihn auf jeden Fall. Ich schere mal. Mal gucken, ob du das auch bekommst. So, ich schere mal. Oh ja, tatsächlich.
Dann müsstest du den sehen, genau wo der ist. Ah, ich sehe, tatsächlich. Dann hau ihn weg, ey, die Sau. Schleich dich ran und mach ihn weg. Und meinst du, er hat meinen Marker nicht mehr jetzt? Nee, nee, weil er ein Crimeset hat. Müsste, der dürfte er nicht haben. Okay. Ja, und ich beeile mich. So, ich muss mal kurz hier noch mein Hemdchen ausziehen. Ich hoffe, meine Leiche ist noch da. Aber sieht, glaube ich, gut aus. Ja, ist noch da. Sehr gut. Pitsch, 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 pitsch. Das ist mir so lustig, wenn man so mit nackten Füßen über den Boden läuft. Ich höre schon. Rütti ist konzentriert. Ich will mal ganz kurz leise sein jetzt. So, und ich will jetzt nicht hören, du bist down. Mach mich nicht fertig. So, ich beeile mich auch ganz doll. So, zack. Weapon. Hier irgendwie, keine Ahnung, hier sowas hier. Ich hoffe, da hat was drin. So, ansonsten nehmen wir hier noch nur so einen mit. Ich weiß ja nicht, ob die geladen sind, die Dinger, ne? So, jetzt komme ich vorher. So, hier noch Ammo. Nehmen wir einfach mir so einen Brustpanzer mit. So, und das sollte reichen. Mehr brauchen wir nicht. Oh, ist halt so schade, dass man nicht sieht, ob die Knifte geladen ist, ne? Das sieht man, glaube ich, hier an der hier nicht. Naja, egal. Ansonsten hauen wir ihn so um. Kein Problem. Komm jetzt ganz schnell mit einer Arrow vorbei. Vehicle selected. Stand by. Pass auf, dass er nicht abhaut, ne? Nein, Quatsch. Nicht dein Ernst. Warum? Ja, aber er auch, oder? Er aber auch. Gesehen, aber er ist auch down, oder? Das kann sein, ja. Ich hab dir gut zugesetzt. Dann ist er auch down, weil das stand gerade failed. Aber eigentlich dürfte es ja nicht failen, weil ich ja geshared habe, oder? Ich guck nochmal, oder? Nee, steht nicht mehr drin. Ja, ich bin auf jeden Fall auf Grimax. Ach, hat er dich komplett weggeheizt? Ja. Dann, okay, müssen wir da jetzt nochmal hin. Ja. Ich habe übrigens keine Hacking-Karten mit. Ich habe nicht dran gedacht, aber hol du dir mal welche und ich sorge da mal ganz kurz dafür, dass das Ding da hinten sauber ist. Vorher weg ist. Alter, wenn du Grimax warten flank rennst, dann rennst du dir aber alles in die Füße, ne? Ganz kurz, ob wir den Bounty noch haben, aber eigentlich, wenn da steht, das ist echt komisch. Es kann halt sein, dass er gefailt ist, weil du noch ein Crime Set hattest, aber keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. So. Du kommst dann hinterher, ne? Dein Crimes kriegen wir weg. Wird ein bisschen länger, aber so ist das, ne? Star Citizen, Freunde, ne? Das ist immer. Da weiß man nie, was passiert. Ich find's mega geil. So. Zack. Zack. Ja, wir hatten ja mal drüber gesprochen, ne? Hier, von wegen Cutten und so, ne? Machen wir nicht. Sonst könnte ich hier wahrscheinlich locker 3 Folgen draus machen, aber drückt da einfach Pause, ne, das ist mir total gut in der heutigen Zeit, da merkt sich das YouTube nämlich, wo ihr wart und dann könnt ihr nächstes Tag weitergucken, richtig geil. Irgendwann wird das sowieso vorbei sein, ne? Star Citizen ist kein Spiel, wo man mal so halbe Stunde, 20 Minuten Videos macht, gerade später, wenn das größer wird und mit mehreren Systemen und so, dann macht das gar keinen Sinn, also Star Citizen braucht ihr gar nicht anmachen, ne, da ist halbe Stunde schon vorbei, wenn ihr mit dem Schiff losfliegt, ne, also so gesehen. Ist das so? So, ärgerlich, dass der jetzt nicht mehr angezeigt wird. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So, warte mal, ich versuche nochmal was. Und zwar... Bist du weggeflogen schon? Ich bin weggeflogen, ja. Ah ja. So, wir nehmen den nochmal an hier. Und canceln den gleich nochmal. Und dann vielleicht kommt er ja wieder, aber eigentlich...
Noctus irgendwas. So, ich guck mal ganz kurz, wo der ist. Nicht, dass der da auch ist, aber... Nee, nee, sieht nicht so aus. Okay. So. Dann wollen wir nochmal gucken hier. Machen wir hier. Zack. Und... Bond. Zup. So, zack. Ne, Red Moonlight. Boah, hier sind aber ganz schön viele, ey, unterwegs. Ne, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, wenn du sagst, du hast dem zugesetzt, dann sollte der eigentlich auch gestorben sein, also... Ja, hast du denn, achso, du hast jetzt gerade in die Liste geguckt, oder was? Ich habe... Ich sehe, du hast ja keine Liste. Du hast ja nur einen, der die Auswahl hat, praktisch. Und das war jetzt nicht der. Ich guck mal... Nee, ich meine, in der Spielerliste. Ach so, ja gut, wenn der, meinst du, der ist dann raus, ganz raus, oder wie? Ja. Der kann ja sein, dass er... Hat er Alt F4 gedrückt oder der Rechner ist aus dem Fenster geflogen. Ach so, meinst du das? Ja, das kann natürlich sein. Weil es ist natürlich bei 100 Spielern ganz toll, diese Spielerliste durchzugehen. Macht richtig Bock. Das meinte ich, Mel. Aber Star, irgendwas mit Star hieß der, ne? Ja, ich guck. Ja, doch, der ist noch da. Star Hess. Also da ist er noch. Auf dem Server zumindest. Ich guck mal, ob sein Schiff noch da ist. Okay. Dein Schiff ist, glaube ich, weg. Das ist weggeballert worden, habe ich gehört. Unsere Hornet war eigentlich noch da. Nee, es sind zwei Schiffe da. Okay. Eine Constellation Taurus ist da. Ich scanne die mal. Boah, sind ganz schön viele Schiffe hier. Diesen Scan abbricht, ne? Macht mich fertig. Owner Fidel Castro. Oh nee, es sind jetzt ganz viele hier. Warum? Naja, wir haben ja kein Crimestat. Also normalerweise sollte ja hier keiner ballern, der irgendwie... Gut, vielleicht hat der den auch erledigt. Kann das sein? Sonst ist aber nichts hier. Also das ist, sind nur zwei Schiffe hier. Okay. Aber es kann natürlich auch sein, dass die zu zweit da waren, ne? Dass, Ja. Wie? Auf mich? Nee. Oh, da hinten. Schießt er jetzt auf mich hier oder was? Ich hoffe nicht. So, ich muss den mal scannen, glaube ich. Ach, das ist dieser Fidel Castro. Na gut, okay. Soll ich bloß in Ruhe lassen hier? Du Fidel, du. Fliegel, oder was hast du gesagt? Fidel. Verteile ich ja Crimeset ohne Ende. Aber das halt, finde ich halt gut, ne? Das mit dem Crimeset verteilen, ich finde das super. Dass halt die Leute eigentlich, ja, weiß ich nicht, wenn es funktioniert, haben die dann halt letztendlich keinen Spaß, weißt du? Der hat jetzt mich kaputt geschossen, ne? Absichtlich oder nicht. Ja. Und hat jetzt halt das Problem, dass er ein Crimeset hat. Und wenn du ihn erwischt hast, ist er ein Clasher. Genau. Schluss aus Hawaii. So, ich check das mal. Check das mal ganz kurz hier. Nee, also Dings ist abgebrochen. Du denk an Hacking-Karten, ne? Hab ich schon. Gut. So, ich werde mich mal looten hier. In der Hoffnung, dass es noch keiner gemacht hat. Ja. Sehr gut. Nur meine Waffe ist noch da. Herzlichen Glückwunsch. Granatenaufschlag gibt's gar nicht auf Grimmex, ne? Was gibt's nicht? Granatenaufschlag? Ich habe nur Granaten verstanden. War das richtig? Granatlauncher, gibt's noch Grimex? Nee, gibt's gar nicht mehr. Kannst du nur noch finden. So, hier ist eine Hacking-Karte und Wetten. Oh. Ich weiß es. Ich habe eine Hacking-Karte gefunden. Super. Gut, ne?
Ja, schade. Schade, dass meine Sachen weg sind. Ich hätte sie gern wieder gehabt. Aber so ist das, ne? Du hast, konntest du ein bisschen was weghacken zumindest, oder warst du, bist du gar nichts? Ja, hast du gar einer nichts? Müsste weg sein von drei. Ein Homicide, oder? Ja. Ja, ist schon immerhin. Ich glaube, das war auch, glaube ich, du hattest da, glaube ich, nur einen, ne? Der Rest müsste eigentlich schnell gehen dann. Okay. Ich komme nach Maltis. Ganz cool, dass mir angezeigt wird, auf welchem Pad mein Schiff steht. Ganz geil. Ja, genau, du musst aber unter das große Pad fliegen, das weißt du, ne? Hast du gehört? Wie bitte? Da kam was an. Ja, die Geschützen hier sind wirklich nicht von schlechten Eltern. Also die zwirbeln einen echt gut weg hier. Finde ich gut. Kollege, geh nach Hause. Aber du hast eine Pisces, ne? Ja, ja, ich habe hier einen, der will mit dem Schiff. Wahrscheinlich hat er dein Bounty. Da musst du dir ein Schiff nehmen, wo du über eine Seitenklappe reinkommst. Ja. Ja, super ärgerlich finde ich, dass der, dass die Leiche weg ist. Das nervt. Ganz schön. Aber es würde mich mehr nerven, wenn Star Citizen schon fertig wäre. So gesehen ist es mir eigentlich erstmal Latte. Schießt der denn? Wo hat der denn die? Ach, da. Ach so. Jetzt. Oh Mann. Junge, was geht denn hier auf den Sack hier doch, ey? Der hat einen Bounty, 100 Pro. Ja, und dann hat er auch hier schon einen Marker von. Ja, 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 hat er. Ach so. Ah, toll. Ich hab hier die ganzen, die fliegen ja am Hintern doch. Ich muss haben jetzt eine Arrow geklemmt, aber das dauert ein paar Minuten. Ja, jetzt bist du übrigens ganz leise, aber ich glaube, du einfach weil du weit weg bist, keine Ahnung. Ich glaube, da spinnt das System noch ein bisschen.
Hier sind Ninetales. Was hast du? Hier sind Ninetales. Okay. Ah, toll. Ganz toll. Zumindest einer. Oh! Ich weiß ja nicht, ob das jetzt einer ist, der... Oh, ich verstecke mich mal lieber. Bounty habe. Bist du im Anflug oder? Ja, ich bin gleich mal. Weil hier ballert's nämlich wie verrückt. Hier ist auf jeden Fall einer auf der Station, aber ich weiß halt nicht, ob der ein Redcon ist. Also. Ja, okay. So, wir jetzt im Anflug. Kann auch sein, dass er die Ninetales-Mission hatte. Und mit 100%iger Sicherheit wird er mich hier auch hören. Guck mal, wie viele Schiffe da draußen sind. Insgesamt. Guckst du jetzt oder was? Nee, du. Auf jeden Fall schon aufgeschaltet. Das kann aber sein, dass die Station nicht aufgeschaltet hat. Wenn du keine Zeit hast, dann komm, lande lieber sicher. Dann guck ich mal draußen. Ja. Obwohl es natürlich auch sein kann, dass die weggesprengt wurden, ne? So, da kommt der Rotti. Ich bin schon voll geballert auf mich, ey. Ja, du musst sofort unter das Pad. Ah, sie explodiert. Scheiße. Oh, hab nee! Hab ich gehört. Aber hier draußen war auch ein NPC und die Station hat geballert aus allen Ohren. Oh ja, ich sehe ihn, ja. Siehst du, ich fürchte... Bisschen Clasher? Ja, bisschen Clasher. Oh, verdammt. Ich hoffe, du hast nicht deine Originalklamotte noch an. Nee, ich hab den Müllerfuhr-Dings an hier. Aber es ist eine gute Verbindung, ne? Von hier nach Clasher? Geht schon. Ja. Kann man machen. Ist ja jetzt heutzutage alles. Oh, hier, da ist wieder einer. Hier, der schießt bestimmt mein Schiff jetzt ab hier. Guck sie an. Wir fliegen mal höher hier. So, ich gehe mal vorbildlich arbeiten, ne? Ja, er sieht mich. Sieht er mich? Haha, ich hab keinen Boden. Hallo. Hallo. You need a lift into your arrow, or are you good? Yeah, that's my arrow, yeah. Can you get into it, or do you need me to give you a ride to it? I get into it. No problem. Okay. Okay. Thank you.
Aber netter. Ja, ich würde sagen, Rötti, dann machen wir dicht, oder? Ja, ich habe auch kein Mobiglas, also ich kann hier nicht mal machen mit Glas. Okay. Gut, dann werde ich mal hier in meine Arrow steigen und mal wegdonnern. Und würde ich sagen, machen wir weiter, wenn du wieder raus bist, oder? Rötti? Rötti, bist du noch da? Oh, jetzt haben sie ihn erwischt. Oh, da kommt mein Bounty. Oh, geil. Nee, oh, das müssen wir noch machen. Da kommt mein Bounty. Da hinten. Der will jetzt hierher. Was ist denn das für ein Schiff? Warte mal. Krieg ich den weg? Eine Nomad. Ja, komm. Den machen wir fertig. Machen wir den. Außer das ist ja so ein Übelzahl. Wenn der uns mit der Nomad fertig macht hier, dann... Oh, der haut ab. Ja, das ist auch besser, mein Freund. Ja, wir kriegen ihn aber langsam ein. Langsam kriegen wir ihn. Oh, ich bin ganz schön beschädigt schon, ne? Oh, ja, hier, keine Flüge. Oh, ja, eieieiei. Ja. Dann könnte uns der natürlich auch mit dem Schiff... Oh ja, jetzt ist er weggesprungen. Na gut, okay. Ah, wir springen mal hinterher. Ja, wir versuchen das mal. Wie gemmed? Warum? Wer? Was? Ich verstehe es nicht. Ist doch gar nicht auf meinem Radar hier. Rötti, bist du doch da? Rötti! Oh, ich glaube, jetzt haben sie ihn. Hallo, hallo. Ah, da ist er wieder. Was ist los? Wo ist Ingame Voice hin? Ja, ich hatte, ich war Clasher, ich hab Spiel beendet und dann war Ingame Voice natürlich auch weg. Ach so, okay. Ja. Ja, der... Bist du noch in der Aufnahme, oder? Ja, ich hab das Bounty, der kam gerade hier an. Oh, jetzt failed, jetzt hat er sich ausgeloggt. Oh, ey, die Leute, ne? Das verstehe ich immer nicht. Aber jetzt müsste, theoretisch wäre es geil, wenn er jetzt in Clasher landet. Ja. Ne? Einfach, wenn er sich einfach verpisst, durch Ausloggen, ganz, ne? Ganz genau, ganz genau. Ja. Gut, Leute, dann soll es aber wirklich gewesen sein. War wieder eine actionreiche Folge. Ganz anders als geplant. Und ich würde sagen, macht's gut und Tschüssikowski. Ciao, ciao. Ja, und was machen wir mit dir jetzt, Rötti? Ja, ich ziehe mir erstmal, weiß ich auch nicht, irgendwie, keine Ahnung, eine Badehose an. Na gut, vergiss die Seife nicht, ne? Nee.